Ja, erstes Spiel der Saison. TuS Finnost gewinnt mit 9 zu Hause gegen Menden. Das erste Wort haben natürlich unsere Gäste. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, erstmal Glückwunsch an Davor und Finnhorst zum verdienten Sieg. Wir sind unwahrscheinlich gut gestartet, haben uns da einen guten Vorsprung erspielt und haben dann aber leider ganz freie Chancen von verschiedenen Positionen nicht genutzt. Und die musst du einfach reinmachen in so einem Spiel. Ne? Wenn du die nicht nutzt, dann wird es ganz schwer, gerade bei so einem Gegner, der diese hohen Ziele hat. Und da wir die nicht genutzt haben, kam Finnhorst wieder ins Spiel. Und dann war es ausgeglichen, unentschieden. Und dann war der Pausenstand ja, leider 15-9. Und das ist ja ganz schwierig dann. Wenn du auswärts spielst gegen die Mannschaft, dann ist es schwierig, das wieder aufzuholen. Wir haben uns in der Kabine nochmal eingeschworen und richtig viel vorgenommen. Und die Jungs haben auch an sich geglaubt und sind nochmal zurückgekommen dann. Aber dann muss man auch sagen, dass Finnhorst viel Qualität in der Mannschaft hat und dass es dann eben ja, schwierig wurde, diesen hohen Rückstand, den wir zugelassen haben in der ersten Halbzeit, dann wieder aufzuholen. Trotzdem muss ich sagen, natürlich bin ich unzufrieden da mit der sehr hohen Niederlage, aber wir haben auch gute Dinge gesehen an unserem Spiel. Das waren gerade die ersten Minuten, die waren richtig gut, die Abwehr stand gut und Torhüter gut gehalten, aber vorne im Rückraum dann zu ungefährlich. Nicht genug Durchschlagskraft und dann wird es hier sehr schwer. Also nochmal Glückwunsch und euch viel Erfolg. Also zuerst Dankeschön für die Glückwünsche und ich muss zu meinem Kollegen Stadi sagen, also dass wirklich 9 Tore ist vielleicht zu viel, wenn man sieht, was wir heute erlebt haben. Bis 55. Minute, das war ein offenes Spiel, man kann so sagen. Und besonders Anfang der Spiel und Anfang der zweiten Halbzeit war ein gleiches Bild. Also die haben wirklich stark gedeckt und dann die haben am Anfang des Spiels bis 15. Minute, die waren in Führung. Und dann wir haben uns ein bisschen stabilisiert. Obwohl da in der Abwehrmitte, wir haben viele einfache Würfe gelassen, aber heute Move, also Wendland war überragend, also erste Halbzeit, an Colin, wenn er gekommen ist, auch ein paar freie Bälle gehalten, 7 Meter und ja, das war eine Mannschaftsleistung eigentlich, dass wir sind aus Negative zu Positive gekommen und dann wirklich also diese mentale Stärke gehabt, dass wir in Anfang zweite Halbzeit, weil die sind wieder zurück auf 4 Tore gekommen, dass wir haben mit Kontrolle verloren und dann bis zum Ende des Spiels also wirklich gut verteidigt auch und den Angriff also mit Kopf gespielt. Und ich werde nicht sagen, ich habe Angst gehabt, aber wir respektieren auch wirklich also Menden und was die gespielt haben und die haben gezeigt, dass die werden in der Saison auch stärker und stärker sein und ja, das ist der erste Spieltag und mal sehen, was passiert. Okay, Glückwunsch, also ich viel Glück in der Saison. Ja. Ja, viel Glück in der Saison auch von meiner Seite. Wie sind denn eure Ziele? Wo soll es denn hingehen? Wie seht ihr euch nach dieser ersten Bestandsaufnahme? Unsere Ziele sind ganz klar formuliert. Wir wollen die Klasse halten. Das ist das, was wir wollen. Wir wollen in dieser Liga bleiben. Und ja, wussten um diesen starken Auftaktgegner. Aber wir werden uns da gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir werden die Mannschaft wieder aufrichten jetzt im Training und werden dann nächste Woche wieder mit 100% angreifen. Ja, dann danke ich euch beiden. Euch eine gute Heimfahrt und euch auch herzlichen Glückwunsch.